Hallöchen, wir sind zurück mit einem anderen TCG als Magic the Gathering, und zwar One Piece, Two Legends. Und je öfter ich das mache, desto besser wird es, sage ich mal ganz arrogant, weil ich Plan habe von One Piece. Nicht Plan, aber ich gucke es. Ich bin bei Folge 1040 in Wano Kuni und ich habe mir tatsächlich mal mein Video zu Roman's Dawn und Pillars of Strength oder Kingdoms of Intrigue angeschaut. Und ich gebe zu, ich wusste eigentlich gar nicht, was los ist. Ich kannte noch nicht mal Queen und King und wie sie alle heißen. Aber heute schauen wir uns das neueste Set an. Two Legends, und vermutlich ist One Piece OP08 Two Legends auch das Ende einer Ära. Das war vielleicht schon OP07, 500 Years into the Future, wie das hieß. Denn es war schon zum Release, zum EK, billiger als EK, bei Card Market zu haben. So, nachdem es monatelang, jahrelang direkt über 100 Euro gekostet hat, hat man es jetzt für 70 Euro bekommen. Und das kann doch auch gut sein. Hier ist trotzdem ein Rayleigh Silver drin, Silver Rayleigh, der 333 Euro oder so wert sein kann, und auch ein paar Altered Arts. Aber größtenteils haben wir hier eben Karten, die 3 bis 5 Euro wert sind als Super Rares. Tristan von den Minx, Biscuit Warrior, Speed Jill, Whitebeard Pirates. Das sind tatsächlich noch die, die mir am ehesten nichts sagen. Viscount Hiyoko, ja, in seiner Hahnform. I'd never shoot you. Ja. Das ist eine Szene, oder? Drum Kingdom. Giovanni von den Minx. Pickums. Gachu. Gachu auf Deutsch. Eek, you caught me, let me through. Congrats, Nami, Gachu. Naja, ja. So war anders. Sheepshead. Und jetzt kommt die Rare. Erstmal kommt Charlotte Brûlé, eine der nervigeren Charaktere auf Whole Cake Island. S-Hawk, Egghead, Seraphim. Okay, Egghead bin ich noch nicht. Gar keine Ahnung, wer S-Hawk ist. Ich mach mal wieder Cummins und Uncummins nach rechts. Rares in die Mitte und King. Krass. Okay. Ich habe King noch nie ohne Maske gesehen. So sieht er scheinbar aus. 24 Booster. Was ich an dieser Stelle noch vergessen habe vor lauter Aufregung: dieses Display ermöglicht mir mal wieder, mein bezaubernder, langjähriger, gut aussehender Patreon und Moderator auf Discord, Davy. Davy hat übrigens auch einen eigenen Channel, den verlinke ich gerne in der Videobeschreibung. Da hat er auch schon Two Legends aufgemacht. Also falls ihr Bock habt, noch direkt eins im Anschluss zu gucken, einfach in die Videobeschreibung. Chess, Drum Kingdom. Alter, wir sind auf dem Drum Kingdom. Das ist halt richtig lange her. Hamlet, okay. BB, Minx. Charlotte Angel, habe ich bewusst nicht gesehen. Heliceratops, ja. Sind wir wieder in Wano Kuni. Charlotte Smoothie, eine der drei Kommandanten. Giovanni, Alba, Lunarian, auch noch nie gesehen. Ist das King? Okay, ich habe scheinbar doch keinen Plan. It's to die for. Nekomamushi und Viper, ja, aus Galpia. Und Charlotte Lin Lin, Big Mom, in Super Rare. Zum Glück nicht als Alternate Art. Ich mag Big Mom nicht so gerne. Und ich glaube, Daniel feiert sie jetzt auch nicht so hart. Daniel will, wen will er denn? Rayleigh, Silver, Queen, King. Ist Kaido hier drin? Shanks vielleicht, Ace. Afelandra, okay, habe ich jetzt auch nicht. Ja, Amazon Lily sagt mir was, aber habe ich jetzt kein Gesicht zu. Tristan, Charlotte Cracker. Das war ein geiler Kampf auch, dass man zuerst dachte, er wäre dieser Biscuit-Krieger. Der hier. Aber der steckte da drin. Maria Onionbear. Okay, es ist auf jeden Fall Drum Island. Ist hier, oder das Drum Kingdom ist hier stark vertreten. Schon wieder. Lapins. Atmos, Whitebeard Pirates, Charlotte Pudding als Leaderkarte, Lila und Gelb, Who's Who und
Conquest of the Sea. Ist eine weitere Rare. Also bisher eine auf Magic würde man sagen Mythic Rare. Auf One Piece sagt man Super Rare. Mushuru, Film sagt mir gar nichts. Charlotte Pois, auch bewusst nicht gesehen. Ulti, na klar, nervt. Namule von den Whitebeard Pirates. Kurumarimu. Sweet Pea, klar, kann man nicht vergessen. Charlotte Oven, ja, der das Meer zum Kochen bringt. Robson. Petro ist unsere Rare Nummer 1. Petro ikonisch und ist eine Super Rare aus Eckert. Jewelry Bonnie. Ah ja, also Jewelry Bonnie, aktueller Stand. Spoilers ahead, wer jetzt gar nichts hören will, sollte ausmachen. Oder jetzt eine 30 Sekunden weghören. Ich hatte das Gefühl, dass die umgebracht worden wäre, obwohl das bei One Piece vielleicht noch gar nicht passiert. Aber eigentlich dachte ich, dass es die nicht mehr gäbe. Aber scheinbar kommt sie auf Eckert wieder. Ah, Shishilian. Mont Blanc Cricket. Hamlet nochmal. Calgara. Sweet Pea. Charles Smoothie. Die Cummins und Uncummins sind hier nun mal halt wirklich häufig. Edward Weevil. Ich bin auch gespannt, was mit dem ist. Ist das echt der Sohn von Whitebeard oder ist das einfach nur ein Hochstapler? Dann haben wir noch Charlotte Katakuri. Page One. Bruder von Ulti. Und Podcast The Ace als einfache Rare. Ace ist hier auch wieder als Alternate Art drin auf jeden Fall. Und ich glaube, man sollte ja wieder garantiert auch eine Alternate Art oder zwei hier pro Display haben. Die Moby Dick, Guernica, CP0, bin ich jetzt auch gerade überfragt, was da abgeht. Basil Hawkins, na klar. I'll never shoot you, ist halt eine krasse Szene, ne? King. Okay, es ist King einfach. Ohne Maske sieht aus, ist es ein Mensch scheinbar. Gut, Queen ist ja auch ein Mensch. Pudding und Dalton. Krass, warum ist hier das Drum King denn so präsent? Ich bin sowieso nicht ganz schlau daraus geworden, welche Karten hier immer so oder welche Arcs hier aufgenommen werden. Aber es ist jetzt scheinbar Drum King, Whole Cake Island, Egghead, Wano Kuni und Skype hier bisher. S-Bär. Alter, ist das Bartholomäus Bär? Auf Eckert? Charlotte Angel? Drum Kingdom? Alter, wie kacke das Drum Kingdom einfach aussieht. 6 Berge. Nitro. S-Shark. Jinbe, geil. Fishman Straw Hat Crew. Carrot als Leader in grün. Cloven Rose und Mont Blanc, Nolan Mont Blanc und die Don-Karte mit Whitebeard. Had better be alright, my beloved son. Ich bin auf die Alternate Art gespannt, das ist ja am Ende immer das. Und vielleicht eine Secret Rare, die hier so ein Display zum Erfolg macht oder nicht. 20 Doctors, Drum Kingdom, ja. Ulti nochmal, ah, guck mal, Ulti hat gar keine Fähigkeit. Ist einfach borderless, oder nicht borderless, aber Full Art. Habe ich besser. Hiking Bear, Southbird aus Yaya. Stimmt, erinnere ich mich. Yosu, Whitebeard Pirates und aha! Silver Rayleigh, die Secret Rare. Leider nicht als Alternate Art oder als Manga Rare. 8000 Slash. Ich habe das Spiel einmal gespielt. Hier oben ist eine 8, hier oben ist eine 8000. Former Roger Pirates, ja. Select to up to two of your opponent's characters and give one character 3000 power and the other 2000. Minus. Until the end of your opponent's next turn. Then KO up to one of your opponent's characters with 3000 power or less. Klingt erstmal stark. Das ist unsere Secret Rare aus diesem Display. Silver Rayleigh. Leider nicht als Manga-Art, das wäre auch zu schön. Aber hier im Hintergrund habe ich direkt wieder eine Super Rare gesehen. Man erkennt das immer sehr schnell, wenn hinten der Rahmen glitzert. Ach, Scratch und Apu, ich hasse ihn. Oder Duval. Ah, guck mal, der schönere Sanji. Oder es könnte so eine sein mit so einem Frame. Aber es ist eine Super Rare Carrot. Carotto. Gucken das eigentlich alle von uns, von euch auf Japanisch? Oder gibt es auch Leute, die sich da ernsthaft die DVDs oder Blu-Rays kaufen, um das auf Deutsch zu gucken.
Weil auf Crunchyroll gibt es das ja nur auf Japanisch. Ginrami, aha, die kenne ich jetzt auch nicht unbedingt. Smile, ja, ist eine Gifte wahrscheinlich. Poir, Shishilian. Dear Drake. Burn Bazooka. Pickums, Robson. Iron Body Fang Flash. Marco. Ah, auch geil, dass Marco wieder mit dabei ist. Sasaki und Warpol und noch eine Don-Karte. Jawohl, mit Whitebeard drauf. Zwei Don-Karten in diesem Display. Wenn man die umdreht und hinten ist rot, dann weiß man schon mal, dass man auf jeden Fall eine Alternate Art Leader-Karte hat. Hier ist Drake. Chess Marimo. Drum King. Tony Tony Chopper. So nenne ich ihn nie. Chopper. Queen. Und Warpol. Alter, Warpol. Ah, der war gerade, glaube ich, schon mal. Warpol ist so einer, glaube ich, der meistgehassten Charaktere oder Gegner. Der zwar nicht stark ist, aber zu dem Zeitpunkt stark ist. Einfach, was er mit Chopper gemacht hat. Ups, sorry, ein bisschen hoch. Thatch, okay. Die Whitebeard-Piraten sind irgendwie noch ein bisschen unbekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Inuarashi, Electrical Luna und Nami, Super Rare. Ja, Nami ist immer gut. Dieser Nami kann man unters Kleid gucken. Es ist ein Meme mittlerweile, oder? Also ich meine, wir sind alles erwachsene Männer und das ist nur eine Karte. Aber Nami-Karten haben immer einen Premium-Preis, weil es halt Nami ist. Ja, ist halt so. Perospero, einer der nervigsten Charaktere. Perospero. Warum reden die so, als wäre der ein Pokémon? Oh, Opera, der uns geholfen hat. Milky. Und The Earth Will Not Lose. Und Katakuri. Zweites Artwork als Rare, nicht als Super Rare, sondern beides mal eine Rare. Kalgara. Ist auch wild einfach. Es ist wild, dass diese Yayas da wieder am Start sind. So, aha. You may rest this stage. Animal. Und Wanda. Ja, also, ach so. So, mit den Links ist offensichtlich auch ein Thema hier in Two Legends. Jinbe, Edward Weevil, nochmal Charlotte Katakuri und Sasaki, bevor er zum Dinosaurier wird. Ich finde auch ein bisschen weird übrigens, dass nur eine Piratenbande irgendwie so diese Ancient Zones hat. Also, ja, ich glaube, man darf einfach nicht nach Fehlern suchen bei One Piece, oder? Es ist jetzt eine Serie, die irgendwie 28 Jahre geht. Offensichtlich müssen da Fehler drin sein. Charlotte Custard, Wanda und nochmal Carrot. Diesmal als Alternate Art. Mittlerweile erkennt man das ja immer an diesem Stern hier unten. Carrot in Alternate Art. Super Rare in Alternate Art. Ja, finde ich nett. Ist wahrscheinlich nicht das, was Daniel sich erhofft hat. Aber hier kommt direkt noch eine Super Rare hinten dran. Vielleicht ist das ja eine der besseren. Ich sage, es ist Ruffy. Zack. Oh, Kaido! Mit 9009. You may trash one card from your hand. Super rare. Kaido, ey. Und hier kommt noch eine Super rare direkt. Das sieht jetzt aus wie, ich würde sagen, Queen. Queen kommt jetzt. Und hier ist übrigens Baron Tamago, der Hahn als Eiform. Die ist Drake. Count Nivatori ist, ne, die Entwicklung. Love and Rose und aha, Black Maria. Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Schönes Foiling, ihre Spinnfäden. Black Maria. So, was haben wir denn noch? 6 Booster noch. Meint ihr, hier kommt noch eine alternative Artwork-Karte? Oder war es das? Eine pro Display. Afelandra. S-Bier, Bär, nicht Bier. Wir haben Yosu und Dr. Kurea. Ja. Ich mag das Drum Kingdom, die Story. Die Story von Chopper ist traurig, aber schön.
Und auch danach Alabaster. Das waren auch Skytopia oder Skypia. Fand ich wirklich alles sehr nett. King, Viper, Page One. Mein Highlight bisher war übrigens wahrscheinlich Inis Lobby oder nach dem Timeskip. Ich glaube Dressrosa. So, mit Jinmin geht's wieder los in die Rares. Wir haben Sasaki und Noland. Komm, noch zwei Super Rares oder eine Alternate Art oder eine Secret Rare oder eine Manga Rare. Würde ich mich drüber freuen. Chess, Biscuit, Ginrummy, Candy Maiden. Ah, das ist von Perospero. Maria Onion Bear, Drum Kingdom. Die sagt mir zum Beispiel gar nichts. Das muss ein krasser Nebencharakter sein. Dalton und hier kommt eine Super Rare. Chopper. Und der sieht ja ganz anders aus, als ich ihn kenne. Tony Chopper als Super Rare. Das heißt, eine haben wir schon. Jetzt kommt noch eine Alternate Art. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde Juhu, Heureka und Zapalot in einem Satz sagen. King Dew, Thank You for Loving Me. Ach, schön. Und Dr. Hiriluk. Drum Kingdom. Dr. Hiriluk. Das ist zu lange her. Drum Kingdom, das habe ich nicht nochmal nachgeguckt. Das war einfach... Oh, ich glaube, wir könnten noch eine Super Rare kriegen. Angel, Shishilian, Mushuru, Guernica, X-Drake oder Deerstrake, Namule, Kalgara, Burn Bazooka, Lapins, Chesmarimo und Electrical Luna. Keine Super Rare. Yosu, wir haben... Ein Tony Chopper, Black Maria, Kaido, Carrot in Alternate Art, Nami, Carrot, Julie Bonnie und Charlotte Linlin. Und dann natürlich noch Silver Rayleigh als Secret Rare. Daniel, du spielst das ja, glaube ich, auch. Oder spielst du nur Lorcana? Ich weiß es nicht. Aber herzlichen Glückwunsch zu deinem Two Legends Display.